Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Heute gibt's Faszienfitness ganz ohne Geräte für dich. Wir bewegen uns heute in möglichst verschiedenen Variationen. Das heißt, spür einfach mal deinen Körper, versuch wirklich in dich hineinzufühlen und mal wahrzunehmen, wie sich die Bewegungen so anfühlen, ob du vielleicht auch ein bisschen eine andere Bewegung machen möchtest, wie ich dir vorgebe. Also es ist nichts verkehrt, es ist wirklich alles richtig, was du machst. Unsere Faszien, sagt man ja, sind auch unser sechster Sinn, also unsere Wahrnehmung, wie wir uns so fühlen in unserer eigenen Haut. Der Spruch ist eigentlich ganz gut. Wie fühlst du dich in deiner Haut? Wenn du möchtest, kannst du mal ganz kurz in dich hineinspüren und mal wahrnehmen, wie du dich jetzt gerade fühlst. Und ich hoffe, nach den Übungen, die wir jetzt machen, fühlst du dich in deiner Haut noch wohler und noch besser. Also einfach mitmachen und denk dran, es ist alles richtig. Bleibst du erstmal hüftschmal stehen. Streck dich mal ganz lang und hier schon mal versuchen, in möglichst vielen Winkelvariationen dich zu bewegen. Denk daran, deine Faszien sind wie ein Ganzkörperanzug, wie ein Taucheranzug, den wir hier strecken wollen, den wir wieder in die richtige Form bringen, wenn der irgendwo Falten geschmissen hat oder sich irgendwo verfilzt hat, irgendwo verklebt ist. Genau, und so wollen wir unsere Fasern wieder in die richtige Position bringen, unsere Fasern der Faszien, unseres Bindegewebes. Wenn die nämlich verkleben, verfilzen, dann kann das auch schmerzhaft werden. Also viele Rückenschmerzen kommen wirklich daher. Und wenn du dich mal so richtig rausbewegst aus diesem Körper, dann wirst du merken, es tut richtig gut. Nimm deinen rechten Arm nach oben, deine linke Hand nimmst du auf deine Rippenbögen. Leg dich über einen riesigen Ball drüber, mach dich rund und dehne dich mal nach hinten auf. Nochmal richtig drüber legen. Und auch hier wieder richtig unterschiedliche Winkel dir ausdenken, dich in unterschiedlichsten Winkeln bewegen, atmen und langsam wieder zur Mitte kommen. Andere Seite, rechte Hand an die Rippenbögen. Hier unterstützt du dich ein bisschen. Öffne nach hinten und wirklich Winkelvariationen. Und vielleicht hast du irgendwo so ein Gefühl, dass du da freier wirst, wenn du dich da sanft hineinziehst und langsam wieder zur Mitte kommen. Einmal lockern. Schultern auslockern und jetzt machst du zwei große Achterbewegungen neben deinem Körper. Einfach mal vor und zurück. Ich zeig's dir von der Seite und versuch wirklich, deine Brustwirbelsäule mit in die Bewegung einzubeziehen. Also öffnen, rund werden, aufmachen. So richtig genussvoll bewegen. Sehr gut. Nimm dein rechtes Bein nach vorne. Mach die Bewegung genauso weiter. Öffnen. Und dann bleibe hier geöffnet. Nimm deine Hände an deine Brust. Und jetzt versuch dich mal aufzumachen. Streck dein hinteres Bein und mach dich rund. Beug dein hinteres Bein. Öffne nochmal deinen Brustkorb und mach dich rund. Spür hier deine vordere Linie. Frontallinie, Rückenlinie. Öffne Rücken noch weiter. Musst du eine weiche Bewegung machen. Ein letztes Mal noch. Bleib jetzt hier und feder mal ganz sanft. Zwei, dreimal zurück. Und dann kommst du von hier hinten nach vorne wie ein Katapult. Dehn deine Faszie vor. Und lass dich nach unten katapultieren. Nochmal. Und von unten geht es wieder ganz locker nach oben. Und bleib jetzt hier. Öffne deine Arme. Schultern sind tief. Und jetzt versuch mal mit deinem linken Bein zu federn. Ich zeige dir das von vorne. Und du versuchst die Ferse Richtung Boden zu schieben und mal Winkel zu variieren. Deinen Fuß nie gleich aufsetzen. Unsere Achillessehne ist eine Faszie und die darfst du jetzt mal so ein bisschen dehnen in unterschiedlichsten Winkeln. Schieb ruhig auch mal zurück, heb dein Knie an,
Probier mal einfach selber aus. Du weißt ja, alles ist richtig. Jawohl. Oder ein paar Mal nach oben. Und ganz locker. Langsam wieder zurückkommen und mal kurz auslockern. Einmal deine Füße wieder parallel aufstellen. Dein Oberkörper beginnt nochmal, zwei riesige Achter zu formen. Und dein linkes Bein kommt jetzt mal gleich nach vorne. Du machst immer noch die zwei Achter und bewegst wirklich deinen Brustkorb mit. Bleib geöffnet, Hände an dein Brustbein, öffnen, Ferse hinten tief schieben und Ferse anheben, rund werden. Nochmal aufmachen und rund werden. Noch einmal und dann bleib geöffnet und löse nochmal ganz weich. Hinten halten. Eins, zwei, drei. Ferse hoch und wieder hoch katapultieren. Eine weiche Bewegung. Nochmal. Und ein letztes Mal noch. Und hier bleiben. Deine Arme über die Seite sinken lassen. Schultern zurück. Und probier jetzt mit deinem rechten Bein zu federn. In unterschiedlichsten Variationen. Genau, ganz locker. So werden unsere Faszien wieder elastisch. Gerade hier unsere Achillessehne. Und dann kannst du auch hier mal das Knie anziehen oder sogar mehrmals. Ja, probier mal aus. Deinem Körper zu spielen. Und langsam wieder zur Mitte kommen. Einmal auslockern. Stell dich auf dein rechtes Bein und versuch jetzt mal die Balance zu finden. Faszien wachsen auch mit ihren Aufgaben. Das heißt, sie werden linkes Knie heben. Genau. Sie werden stabiler, wenn wir sie fordern. Und wenn wir die Balance halten und finden müssen, dann fordern wir tatsächlich unser Bindegewebe, das uns hier auch stabilisiert. Das macht uns nicht nur auch elastisch in der Bewegung, sondern stabilisiert unsere Haltung auch. Deine Fußspitze anziehen, deinen rechten Arm nach vorne, Handflächen spreizen. Jawohl, und jetzt versuch mal, dein Bein nach außen zu schieben und versuch, den einen Punkt von der Ferse ganz weit wegzuschieben. Und deine rechte Hand ganz weit wegzuschieben. Zwei Punkte entfernen, so kannst du deinen Ganzkörperanzug so richtig dehnen. Jawohl. Dann beugst du dein Bein, kommst zurück, nimmst dein Bein in die Standwaage, schiebst beide Arme nach vorne, holst dir die Stabilität. Und dann kommst du mit dem Bein hinter dein rechtes Bein, kreuzt es, beugst dein Knie und dein linker Arm ist hier vorne. Und dann gehst du wieder zurück. Also, einmal zurück, nochmal die Standwaage, mach dich ganz lang, streck dich, komm wieder zurück, entferne zwei Punkte voneinander, das heißt die rechte Hand und deine linke Ferse und komm wieder zurück und beug dein Knie und richte dich wieder auf. Puh, was gespürt? Ja, auch das Standbein. Okay, andere Seite. Rechtes Bein anheben. Beug dein Knie. Balance finden. Dann ziehst du dein Bein zur Seite. Versuchst wieder zwei Punkte so richtig möglichst weit voneinander zu entfernen. Dann nimmst du dein Bein zurück, kommst in die Standwaage,
Schiebst dich hier in die Standwaage, hältst die Balance. Beugst dann dein Knie. Ein großer Schritt zurück. Beug dein Knie. Und komm dann langsam wieder zurück. Bein zur Seite. Einmal zurück. Standwaage. Und zur Seite nach vorne. Knie beugen. Und wieder lösen, entspannen. Einmal auslockern. Sehr schön. Einmal noch die andere Seite. Beugen. Handfläche zur Decke. Und zur Seite schieben. Balance finden. Zurückkommen. Ups, in die Standwaage. Einmal zurück. Knie beugen. Und alles wieder rückwärts. Und Länge. Und Seite. Ich komme wieder ein bisschen zu dir. Nach vorne. Und entspannen. Andere Seite. Ranziehen. Und öffnen. Und Standwaage. Und zurückkreuzen. Und wieder Standwaage. Es ist auch hier nichts verkehrt, ist alles richtig. Also veränderst du die Reihenfolge oder auch mal die Arme. Ist okay. Und nach vorne. Beugen. Und auslockern. Sehr gut. Merkst leicht, da wird es so richtig warm von innen. Dein Gewebe muss dich hier halten in der Balance. Schüttel dich ein bisschen aus. Und komm einmal nach unten auf deine Knie. Bauchnabel nach innen. Hände unter deine Schultern. Komm mal ganz hinten an den Rand deiner Matte. Zieh dich raus aus deinen Schultern. Und jetzt versuch mal, deine Knie ein kleines bisschen vom Boden abzuheben. Halte hier. Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Und jetzt geht dein rechter Arm und dein linkes Bein nach vorne. Zwei. Stabilisier dich und komm ganz normal wieder zurück. Zwei. Drei. Und nochmal nach vorne. Eins. Zwei. Drei. Komm zurück. Eins. Zwei. Drei. Nach vorne. Zurück. Gut. Noch einmal. Und wirklich immer gegengleich. Und entspann dich kurz. Handgelenke auslockern. Aber da ist ganz wichtig, erstens mal, dass wir hier beweglich bleiben, dass die Faszie hier elastisch bleibt. Ja, ganz oft können die Teilnehmer gar nicht mehr so abknicken, aber das muss wirklich gut funktionieren. Und dann muss natürlich auch die Kraft wieder kommen im Handgelenk. Wenn wir mal stürzen, dass wir uns abfangen können. Also ganz wichtig. Und wenn das mal wehtut, sind auch die Muskeln, die man da spürt. Gut, dann kommst du noch einmal nach vorne und wenn du dich traust, versuchst du das Ganze jetzt mit gestreckten Beinen. Also holst dich nochmal raus, Bauchnabel sanft nach innen ziehen, abheben, Beine strecken und jetzt gehen nur deine Fußgelenke mit. Und das Ganze wieder rückwärts. Eins, zwei, drei, vier, nach vorne. Eins, zwei, schon schwerer. Jawohl. Fußgelenke müssen nämlich auch beweglich bleiben. Also eine ganz wichtige Übung. Zurück. Eins. Und entspannt absetzen. Aber du merkst schon,
Es wird schon schwerer, je länger der Hebel ist. Leg dich einmal ab in die Bauchlage, gemütlich, komm nach unten, deine Arme nach vorne, drück dein Schambein in den Boden, hol deine Bauchdecke nach innen oben und jetzt deine kleinen Finger auf den Boden, atme ein und rutsch mal mit deinem Oberkörper ein kleines Stück hoch. Vorsicht, wirklich mit der Rückenmuskulatur. Fädel dich hier einmal durch und versuch jetzt, dich zur Seite zu legen. Ich muss nur schnell mein Mikro ein bisschen platzieren. Versuch deinen Arm zu öffnen, nach hinten. Komm dann langsam wieder ganz fließend zurück, über oben und wieder tief. Einatmen, nach oben. Langziehen, anderen Arm durch, dreh dich auf, ganz gemütlich öffne dein Brustbein, lass dich dann wieder tief rutschen und lass deinen Oberkörper nochmal sinken. Einatmen, aufrichten, völlig locker und entspannt, durchtauchen, öffnen. Du darfst dein Knie auch höher ziehen, dich weiter drehen. Ja, teste auch hier wieder ein bisschen aus, für was oder was dir angenehm ist, wie weit du gehen möchtest. Es gibt immer noch kein Gut und Schlecht. Es gibt nur den Weg, der für dich okay ist. Nochmal unten durch. Ganz entspannt öffnen. Und nochmal zurückkommen. Und noch einmal tief sinken und mal kurz entspannen. Deine Hände unter deine Stirn mal richtig locker lassen. Dein Becken so ein bisschen nach rechts und links wackeln. Und dann nimmst du deine Hände neben deine Schultern. Stütz dich mal nach oben, Steißbein beginnt, jawohl. Und ziehst dich mal weit nach hinten in Richtung Ferse. Richtig lang zurücksetzen, deinen Rücken, mein Mikrofon nochmal hochziehen, deinen Rücken so richtig lang strecken. Und dann kommst du ein bisschen weg vom Gesäß, federst zweimal zurück, schiebst dich nach vorne und kommst mit deinem Brustbein Richtung Boden. Noch einmal. Und wenn du möchtest, federst du zurück und springst nach vorne ab, atme aus, nochmal ein, federn ab und aus. Einatmen und ausatmen. Einatmen, hopp. Das sind natürlich auch die Oberarme, wie du merkst. Letzten Male, federn. Schaffen wir noch zwei. Leise aufkommen und hochdrücken und einfach mal bewegen deinen Rücken und versuch ihn mal wie eine Katze zu bewegen in alle möglichen Richtungen, hoch, tief, so richtig genüsslich den Rücken bewegen in allen möglichen Variationen. Und dann kommst du zurück, nimmst deine Hände zu deinen Füßen, streckst deine Beine und beugst und streckst nochmal im Wechsel rechts und links. Beugst du nochmal beide Knie und rollst dich ganz langsam nochmal ein Stück hoch. Bleib nochmal hier, lass dich so ein bisschen federn. Stütze dich nochmal auf. Wenn du federst, rück mal nach rechts, nach links, wieder aufstützen. Ja, hier federst du in deiner unteren Faszie. Noch einmal. Merk, wie dich die Faszie stabilisiert, wenn du oben bist.
Und richte dich mit ganz geraden Rücken nochmal auf. Deine Schultern lockern. Nochmal rechts und links. So richtig entspannt nach hinten kreisen. Beide Schultern nochmal lockern. Einatmen, lang werden. Und nochmal ausatmen und richtig fallen lassen. Einatmen, lang. Und dann zieh dich nochmal wohin auch immer. Räkel dich. Atme weiter. Wenn du noch mehr Faszienübungen machen möchtest, dann geh einfach auf den Infoknopf hier oben. Dann kommst du auf die anderen Faszien-Videos von mir. Wenn es dir Spaß gemacht hat, ich hoffe, du fühlst dich richtig wohl in deiner Haut und fühlst dich noch besser wie vorher. Locker nochmal deine Arme. Atme ein. Atme aus. Jetzt ziehst du noch einmal die rechte Schulter tief. Lass den Kopf nach links sinken. Und jetzt kannst du hier ausprobieren, mit der rechten Hand so ein bisschen zu spielen. Handfläche oder auch mal den Handrücken. Einfach mal austesten, wo es für dich am angenehmsten ist. Und dann schiebe zurück mal dein Kinn nach diagonal oben. Das schaut vielleicht wieder witzig aus, aber ist sehr angenehm mit der Dehnung. Und komm über vorne, einmal zur anderen Schulter. Zieh deinen linken Arm tief, Handrücken, Handfläche. Ruhig wieder ein bisschen rumprobieren. Wo tut es dir gut? Wo möchtest du dich noch hindehnen? Bleib dann so, wie es für dich angenehm ist. Und denk nochmal an dein Kinn. Und komm nach vorne, lass den Kopf nochmal ganz entspannt hängen. Atme ein. Richte deinen Oberkörper nochmal auf. Schultern lockern. Einatmen, nach oben ziehen. Ausatmen, nochmal fallen. Einatmen, hoch. Und ausatmen und ein letztes Mal fallen lassen. Wenn du möchtest, schließ nochmal ganz kurz deine Augen. Und spür, wie du dich jetzt so in deinem Körper fühlst, ob du deinen stabilen Stand merkst, ob du auch noch eine Stabilität im ganzen Körper merkst, auch im Rumpf. Deine Knie sind ein bisschen durchlässig. Dann stehst du aufrecht. Deine Schultern sind entspannt, dein Nacken ist entspannt. Mit dem Ausatmen ruhig wieder deine Augen öffnen. Lächeln. Und ich freue mich, wenn du bei meinem nächsten Workout auch wieder dabei bist. Bis dann!